Präsidentin. Am Wort Christian Hafenecker von der FPÖ. Ich beziehe mich in meiner Wortmeldung auf den Prüfbericht der Schieneninfrastrukturdienstleistungsgesellschaft und möchte mich auch ganz herzlich beim Rechnungshof für diesen aufschlussreichen Bericht bedanken. Ja, dieser Bericht gibt tiefe Einblicke in die politische Black- oder Redbox, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, der Schick. Und es wirft vor allem eine Frage auf, ob sich diese Auslagerung, ob die sozusagen den Ansprüchen, die man damals in diese Auslagerung gesetzt hat, auch gerecht geworden ist. Man hat zwar im BMFIT dadurch Personalkosten eingespart, aber nichtsdestotrotz Mittel trotzdem weiterhin ausgegeben. Also das BMFIT finanziert 80% des Budgets der Schick. Das sind immerhin 5,28 Millionen Euro und die kommen eben nach wie vor vom Ministerium. Da stellt sich natürlich schon die Frage, was wird mit diesen Geldern gemacht, und ich würde so subsumieren, es ist einfach eine hochbezahlte Vergabeagentur mit politischem Hintergrund, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir vorher über Quoten gesprochen haben, dann kann ich wirklich sagen, nach diesem Rechnungshofbericht, eine Quote wurde in der Schick eingehalten, und zwar die Quote von roten Beschäftigten. Das muss man ganz klar herausstreichen. Man feiert hier wirklich fröhliche Urstände. Man hat also trotz Personalreduktion die Personalkosten erhöht, immerhin von 6,7 Millionen Euro auf 6,9. Und man stellt sich natürlich schon die Frage, was ist der Grund dafür? Jetzt kann man sagen, gut, dass die Referenten dort in der Schick 0,5% mehr verdienen als im Ministerium, da kann man auch darüber hinwegsehen. Aber dass die Experten, und gerade die sind sehr gerne auch politisch vernetzt, dort 21% mehr verdienen als der durchschnittliche Beamte mit gleicher Qualifikation im Ministerium hat, das ist schon sehr interessant. Warum kann man das in der Schick so machen? Ganz einfach, weil durch die Auslagerung natürlich auch das Interpellationsrecht des Parlaments nicht mehr greift, sozusagen. Wir können also nicht überprüfen, was in dieser Redbox passiert. Also man hat den Grundkonsens einfach gebrochen, dass dort die gleichen Bedingungen für die Beschäftigten vorherrschen als im Ministerium, gleicher Lohn. Das ist auch komplett übertreten worden. Ja. Was machen also die Experten dort? Sie lagern aus. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja wirklich der große Skandal, den man diesem Bericht entnehmen kann. Man lagert Kernbereiche aus. Ich möchte nur verweisen zum Beispiel auf das Projekt Unterer Inntal. Dort hat man eine technische Infrastrukturprüfung vorgenommen, die ist also großteils ausgelagert worden. Und hier sagt der Rechnungshof vollkommen zu Recht, warum lagert man das aus? Hier handelt es sich um einen Kernbereich, den man ständig braucht. Man lagert es aus und verzichtet darauf, Know-how aufzubauen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist genau der Punkt. Was ist also unser Rückschluss aus diesem Rechnungshofbericht? Diese Auslagerung war zwar vielleicht irgendwann einmal gut gemeint, aber denkbar schlecht gemacht. Man hat die Schick der parlamentarischen Kontrolle entzogen. Man hat es also zum politischen Versorgungsbiotop der SPÖ gemacht. Daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier sollte man dringend an eine Rückabwicklung, an eine Rückhereinnahme ins Ministerium denken. Hier sollte man Ordnung schaffen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, bis zum 15.10. kann man das noch so weitertreiben. Dann werden wir uns um die Sache kümmern. So, Christian Hafenecker von der FPÖ.